verstehst nicht, was gesagt. Finde den Weg, um das Tor zu öffnen. Willkommen in die Stadt des Meervolks. Open. Neue Quest. Das Königreich erkunden. Stopp! Weiß dich aus, Landbewohner. Ich beabsichtige keinen Schaden, nur die Ruhe. Speere sind nicht nötig. Ich dachte, ihr würdet freundlicher sein. Mir ist egal, was du denkst. Olan, vor der Unterstützung. Ich werde dafür sorgen, dass der vom Landvolk nicht noch mehr Schaden anrichtet. Mach ich's, Hemeru. Haltet euch zurück, ihr beide. Senkt eure Speere, Semeru. Denali, bist du blind? Das ist ein Landbewohner. Ja, Sir, aber dieser hier spricht unsere Sprache. Erregt das nicht deine Neugier? In der Tat, aber einer, der unsere Sprache spricht? Ist das nicht interessant? Wir haben uns schon mal getroffen, nicht wahr? Beinahe unmöglich, dein Gesicht zu vergessen. Das ist schön zu hören. Um die Wahrheit zu sagen, konnten Agnum und ich dich auch nicht vergessen. Siehst du, Semeru? Bist du nicht verblüfft, dass der Vertreter des Landvolks, den du fast aufgespießt hast, so mühelos mit uns kommunizieren kann? Faszinierend, meinst du nicht auch? Verstanden. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich meinen Namen noch nicht verraten habe. Ich heiße Denali. Das sind Olan und Semeru. Rucker, leider wird dein Besuch in unserem Reich als eine kleine Krise angesehen. Wir müssen diese Angelegenheit König Krakatau vorlegen. Er wird entscheiden, was zu tun ist. Der Palast voraus ist unser Ziel. Bitte geh hinein, wenn du bereit bist. Bist du dir da sicher, Denali? Wir wissen doch, dass das Landvolk nur Unglück bringt. Bei allem Respekt, wir wissen nichts mit Sicherheit. Unser Wissen reicht nicht über Mythen und Gerüchte hinaus. Mythen oder ein Rat zur Vorsicht. Ich verwette meine Flosse darauf, wir können Rucola im Zweifelsfall vertrauen. Also gut. Und ja, zurück zur Wache, schätze ich. Der Naga-Palast betreten, trifft dich mit König, bla bla.
Rucola, du bist da. Erlaube mir, dich seiner Majestät vorzustellen. Majestät, ich stelle dir hiermit den Landbewohner vor, dem Agung und ich auf unserer Patrouille begegnet sind. Dieses faszinierende Individuum ist bekannt als Rucola. Rucola, das ist wirklich ein recht eigenartiger Name. Du behauptest, dieser Rucola ist unsere Sprache mächtig. Allerdings, etwas hat sich verändert, Majestät. Zuvor hatten wir eine flüssige Konversation. Das ist mir neu, Majestät. Ich muss zugeben, ich bin fasziniert. Vor dir steht unser geschätzter König Krakatoa und unsere gütige Königin Nanda Devi. Rucola, jetzt bist du an der Reihe, im Rampenlicht zu stehen. Zeit, dich vorzustellen. Es ist eine Ehre. Also ist es wahr. Dieser Landbewohner spricht tatsächlich unsere Sprache. Das auch nicht noch ziemlich gut. Warte. Wie kann das sein? Majestät, ich rate zu Vorsicht. Sollten wir nicht die Komplikationen erwägen, wenn wir einen Landbewohner in unser Königreich willkommen heißen? Die Legenden über ihre Art sind verstörend. Sind wir darauf gefasst, dass sich die Geschichte wiederholt? In der Tat, meine Königin, Ihre Bedenken sind nicht unbegründet. Jeder Mehrling hier wächst mit bedrohlichen Geschichten von Landbewohnern auf. Ich habe sie zuvor als warnende Geschichten abgetan, aber die jüngsten Ereignisse deuten darauf hin, dass die Geschichten mehr Fakten als Fiktion sind. Darf ich sprechen, Majestät? Selbstverständlich, Orakel. Wir schätzen deine Weisheit. Joe Oyu spürt, wie sich der Koranbaum an das Leben klammert und mit ihm an das Überleben unseres Königreichs. Die Vision von Joe Oyu enthüllt, dass dieser Landbewohner der Schlüssel zur vollständigen Wiederbelebung unseres Baums ist. Visionen offenbaren, dass dieser Landbewohner die Schlüsselfigur ist. Immer wenn eines dieser Korallenmechanismen im flachen Wasser aktiviert wird, beobachten wir eine teilweise Heilung des Korallenbaums. Aber das reicht noch nicht aus. Aber das ist noch nicht genug. Warum erlauben wir unserem neuen zweibeinigen Freund nicht, sich in die Tiefste zu wagen und mehr Korallenmechanismen zu aktivieren? Den Zugang zur Tiefsee einfach so zu gewähren, ist ein Schritt zu weit. Sie ist heilig. Können wir nicht einen von uns schicken, um diese Korallen auszulösen? Uns mangelt es nicht an Kompetenz. Können wir nicht die Strömungen sprechen Eure Majestät und sie sprechen von diesem Landbewohner. Der Ozean hat seine Wahl getroffen. Ich bin nur ein Bote ohne Macht, die Zukunft zu verändern. Das ist empörend. Wir wissen nicht einmal über die Ursprünge dieser Korallenmechanismen. Wir wissen nichts. Ich bitte um Verzeihung, Eure Majestät. In der Tat, meine Königin. Die Ungewissheit und die Rätsel, die all dies umgeben, machen uns verwundbar. Bis wir mehr wissen, ist es einfach zu gefährlich, uns mit diesem Landbewohner zu verbünden. Meine Entscheidung steht, der Landbewohner muss sofort aus unserem Königreich eskortiert werden. Majestät, ich... Vater, bitte, denk nochmal darüber nach. Der Landbewohner verdient eine Chance. Prinzessin Miranjani. Der Landbewohner verdient eine Chance. Miranjani, hast du gelauscht? Ja, Vater, ich werde mich später für meine Unhöflichkeit entschuldigen. Aber bitte, Vater, ich bitte dich. Du musst diesem Landbewohner erlauben, hier zu bleiben. Miranjani, mein Schatz, lass nicht zu, dass deine Faszination für Landbewohner dein Urteilsvermögen beeinträchtigt. Du liegst falsch, Mutter. Die Antwort liegt in der Barriere, die unser Königreich umgibt. Tante Liang, sie hat mir immer erzählt, dass die Göttin die Barriere nicht errichtet hat, um Landbewohner fernzuhalten. Nein, sie hat sie geschaffen, um sicherzustellen, dass nur diejenigen, die ihr
Zeichen tragen, sie durchqueren können. Sei es Meermenschen oder Landbewohner. Das impliziert, dass Rucola hier in unserem Königreich ist, weil Rucola den Segen der Göttin trägt. Wir können es uns nicht leisten, das zu ignorieren. Meine Königin, unsere junge Mira bringt einen Punkt zur Sprache, den wir nicht außer Acht lassen können. Die Wiederbelebung des Korallenbaums hat vor allem Vorrang. Das bedeutet, einen Fremden in unseren Gewässern frei aufzulassen, dann sei es so. Wie dem auch sei, ich lasse dich nicht ohne irgendeine Art Schutz herumlaufen, Nicola. Denali, Semeru und Angnu, ich empfehle euch, wachsam zu sein. Mira, verbreitet die Botschaft dieser Vereinigung unter unserem Volk. Wir müssen weitere Unruhen verhindern. Die Interaktionen mit dem Landbewohner wird ein Privileg sein, das nur wenige Auserwählte gewährt wird. Nicola, halte dich an unsere Gesetze oder bereite dich auf die Verbannung vor. Gemäß Ihrem Befehl, Ihre königliche Hoheit. Landbewohner, Zugang zur Tiefste seid ihr gewährt. Deine Weisheit obsiegt, Vater. Verstanden, Ihre königliche Hoheit. Denali Angnu zeigt Rucola seine Unterkunft in der Kaserne. Wir mögen misstrauisch sein, aber nicht unhöflich. Wegtreten. Wow, ich kann nicht glauben, dass deine Hoheit dir erlaubt hat, zu bleiben. Noch dazu in der Kaserne. Das war sehr knapp dahinter. Wenn da nicht die Prinzessin gewesen wäre, komm mit, wir bringen dich zur Kaserne. Willkommen. Hier werden die Soldaten untergebracht. Momentan haben wir viele leere Räume. Sieh dich ruhig um. Hier kannst du bleiben. Du kannst hier übernachten oder zurück zum Festland gehen. Es liegt ganz bei dir. Ich hoffe, dir gefällt unser Königreich. Viele Grüße von Neol. Das Schicksal hat eine weise Wahl getroffen, indem sie es dich in unser Königreich gelassen hat. Ich bitte um deine Anwesenheit in meinen Gemächern. Die Geister legen mir nahe, dir ein Ritual zuteil werden zu lassen. Dann gehen wir doch zum Orakel. Deine Ankunft ist wie vorhergesagt. Willkommen in Joy Oyus Gemächern, Rucola. Ich möchte mit dir eine Angelegenheit besprechen, die dir von erheblichem Nutzen sein kann. Überall in unserem Königreich gibt es heilige Ozeanhöhlen. Du hast auf deinen Reisen vielleicht ein paar davon gesehen. Diese Höhlen sind eine Fundgrube von Ressourcen. Viele davon könnten sich bei deinen Bemühungen als unbezahlbar herausstellen. Es ist nicht unsere Entscheidung, Zugang zu diesen heiligen Orten zu gewähren, sondern die des Ozeans. Und der Ozean hat anscheinend dich erwählt. Mit dem Rhythmus des Ozeans in meinem Schritt und dem Humor einer tanzenden Krabbe gewähre ich dir hiermit das Recht, diese heilen Höhlen zu erforschen.
du tiefer in den Ozean vordringst, wirst du mehr von diesen Höhlen entdecken. Verwende ihre Ressourcen klug und denk daran, dass die Erkundung der Schlüssel ist. Prinzessin Miranjani. Warte mal, Rucola. Hast du bitte einen Moment Zeit, bevor du aufbrichst? Ich habe die großartigen Dinge gesehen, die ihr Land bewohnen schafft. Ich bin voll und ganz davon überzeugt, dass es in eurer Welt Güte gibt. Echt cooles Zeug. Es lässt mich Hoffnung schöpfen, dass es in deiner Welt Güte gibt. Mit einer Flosse zu schwimmen ist anstrengend genug. Und du durchziehst unsere Gewässer mit diesen, wie nennt man die? Ah, Füße. Beine. Na Galita, die Luft ist rein. Schnell, bring es her. Eine Ausdauerfrucht. Nimm diese Ausdauerfrucht. Sie sollte dir die Reise erleichtern. Sei vorsichtig da draußen. Wir verlassen uns alle auf dich, Rucola. Du hast eine Ausdauerfrucht erlangt. Die Ausdauer hat sich permanent erhöht. Der Korallenbaum. Fallschirmkrebs. Ja, es ist schon ein bisschen spät. Zur Göttin. Königsmuschel.
Soll ich da unten durchlaufen? 21, 22. Sixth.